bin Francis Hunger und es gibt einen Vortrag zum Thema Wargames oder zu dem Film Wargames und anhand des Filmes Wargames möchte ich eingehen auf männliche Identitätskonstruktionen und spielerische Herangehensweisen an Computer. Das knüpft insofern ganz schön an den Vortrag, den wir eben gesehen und gehört haben, an. Es geht also im weitesten Sinne auch um Spiel. Ich freue mich sehr über die Einladung zum Chaos Computer Kongress. Das letzte Mal war ich dabei, das war das letzte Mal, als es noch in Hamburg lief. Das ist deswegen nicht unwichtig, weil das Interesse, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, auch unter anderem aus Beobachtungen gewachsen ist, die mit dem Umfeld des Chaos Computer Clubs, das ich vereinfachend als Hacker bezeichnen würde, zu tun hat oder das angeregt wurde. Danke auch an Maha, der da drüben nicht den Vortrag halten wird, sondern zwischendrin immer ein paar Filmschnipsel aus dem Wargames-Film einspielen wird. Ich werde das ablesen. Es gibt heute hier eine Art Extended Version, die ich quasi nochmal speziell für den CCC, wo ich nochmal ein paar Sachen zugespitzt habe für heute Abend in der Hoffnung auf eine kontroverse Diskussion. Ich hoffe, dass das im gegebenen Zeitrahmen zu schaffen ist. Gleich zu Beginn vielleicht noch die Anmerkung, dass diese Auseinandersetzung mit männlich dominierten Jugendkulturen für mich erst aufgrund dessen möglich war, dass ich relativ viel feministisch motivierte Literatur gelesen habe. Wenn also jetzt in dem Vortrag sich sehr viel um Männer dreht, dann deswegen, weil es um eine Kritik an Männerstereotypen geht. Diese Kritik ist feministisch motiviert und einleitend ist dazu anzumerken, dass das Problem, das natürlich entstehen wird, ist, dass ich jetzt so einen Dualismus aufbauen muss, eben auf der einen Seite Frauen, auf der anderen Seite Männer, der natürlich schwierig ist. Das vorausgeschickt, ich habe einfach keine andere Chance, zu dem Thema was zu sagen, als das so zu machen. Werden wir mal gucken, wie das funktioniert. Ein paar Anmerkungen zu dem Film Wargames. Als der 1983 in die Kinos kam, wurde er nicht nur ein Kassenschlager, sondern er initiierte auch eine ganze Generation von Hackern. Angeblich soll nach der Premiere des Films in den USA der Umsatz an Modems und Akustikkopplern dramatisch angestiegen sein. Ob das zur Hackerfolklore zählt, konnte ich nicht verifizieren, allein der Umstand, dass heutzutage eine derartige Behauptung besteht, deutet an, dass dieser Film grundlegend bedeutend in seiner damaligen Zeit war. Wargames ist der erste Film über Hacker, der nicht nur positiv, wenn auch ein bisschen moralisierend berichtet, sondern explizit diverse Hack-Techniken zeigt, wie zum Beispiel Telefon-Freaking oder automatisierte Anwähler ganzer Telefonnummern folgen, also War-Dialing, was wahrscheinlich auch aufgrund dessen, wie das in dem Film aufgetaucht ist, als War-Dialing benannt wurde. Da gehen die Meinungen auseinander. Ausschlaggebend für das sich entwickelnde gesellschaftliche Klima Mitte der 80er war jedoch nicht allein der Film Wargames. Er war vielmehr in eine ganze Reihe von Publikationen und öffentlichen Diskussionen eingebettet. Schlaglichtartig seien hier genannt der Film Tron von 1982, der zwar Kultstatus erreicht hat, aber nicht eine derartige Massenpopularität wie Wargames, und das 1984 von Stephen Levy publizierte Buch mit dem programmatischen Titel Hackers. Hacker bzw. Vorgehensweisen, die man als Hacken bezeichnen kann, gab es bereits wesentlich früher, doch erst in Beginn der 80er Jahren wurden sie zum medial verwertbaren Thema. Wargames kommt in diesem Setting eine wichtige Rolle zu, denn hier wurden Techniken und die sozialen Werte des Hackens popularisiert.
In dem Film werden sehr geballt alle Stereotypen abgefeiert, die sich mit dem Bild vom Hacker in Verbindung bringen lassen. Sie sind auf der guten Seite, in Anführungsstrichen, wenngleich auch ein bisschen illegal und auch gefährlich. Es sind Männer und als solche Technik begeistert, gleichzeitig jenseits dieser Welt und doch mittendrin. Sie spielen gern und Hacken ist Teil dieses Spiels. Sie haben manchmal sogar Freundinnen, das werden wir gleich im Filmausschnitt sehen. Das ist jetzt mit dem Abstand von mehr als 20 Jahren, ist diese Konstruiertheit dieser Identitätszuschreibung in dem Film wird sehr deutlich, dass das relativ einfach gezeichnet ist. Aber in seiner Zeit selbst, das ist zumindest meine These, konnte der Film eine nicht zu unterschätzende Wirkmacht entfalten, die die Computer-Jugendkulturen der Gamer und Hacker nachhaltig geprägt hat. Ein, zwei Worte noch zum Inhalt des Films, weil der wird nicht chronologisch auftauchen, sondern es werden immer ein paar Filmschnipsel kommen zur Unterstützung oder zur Skizzierung der Thesen. Und immer dann, wenn man gerade anfängt, so richtig schön im Film reinzukommen, wird er abgebrochen und der Vortrag geht weiter. Nachdem im NORAD, dem Luftverteidigungszentrum der USA, bei einer Übung festgestellt wird, dass 22% aller Männer, die für das Starten der atomaren Langstreckenraketen unmittelbar zuständig sind, im entscheidenden Augenblick an der Sinnhaftigkeit ihres Tuns zweifeln, wird der Abschlussbefehl direkt vom Zentralcomputer, der nennt sich Whopper, also W-O-P-R, übermittelt. Und das fehlerbehaftete Menschenmaterial wird aussortiert. Whopper wird als künstliche Intelligenz dargestellt, die aufgrund aktuell eingehender Daten beständig die verschiedenen Szenarien eines Atomkriegs durchspielt. Durch einen Zufall dringt David Lightman durch eine Backdoor, durch eine Hintertür, die Professor Forken, der Erfinder des Whopper, hinterlassen hat, in den Whopper ein und findet anscheinend genau das vor, wonach er eigentlich gesucht hat, nämlich neue interessante Spiele, angefangen bei Schach bis hin zu Atomkrieg. Mit seiner Freundin Jennifer gemeinsam entscheidet sich dann David dafür, die Seite der Russen zu spielen und einen atomaren Erstschlag gegen Seattle und San Francisco auszuholen. Zu einem Erstschlag auszuholen. Was beide als Simulation verstehen, wird in der Logik des Kalten Kriegs Realität. Der Computer spielt das Spiel selbstständig weiter und droht ein atomares Inferno anzurichten. Letzten Endes zwingt, ganz am Ende des Filmes, zwingt David den Computer das Spiel Tic-Tac-Toe, das auch auf der Liste der Spiele ist, gegen sich selber zu spielen. Und der Computer muss, der Whopper muss daraufhin feststellen, dass er ein seltsames Spiel sei, weil man kann das nicht gewinnen. Mal gucken, ob wir noch dazu kommen, diesen Ausschnitt zu sehen. An der Stelle dann mal den ersten Blick in den Film rein. Professor Paul Richter stellt den WOPR vor und man beachte das erotisierte Verhältnis zur Technik. Der Whopper wird gleich mehrfach liebevoll von ihm gestreichelt. Okay, Film an. The Whopper spends all its time thinking about World War III. 24 hours a day, 365 days a year, plays an endless series of war games using all available information on the state of the world. The Whopper has already fought World War III as a game, time and time again. It estimates Soviet responses to our responses to their responses and so on. Estimates damage, counts the dead, then it looks for ways to improve its score. But the point is that the key decisions of every conceivable option in a nuclear crisis have already been made by the Whopper. So what you're telling me is that all this trillion-dollar hardware is really at the mercy of those men with the little brass keys. That's exactly right. Okay, the only problem is that they're human beings. But in, what, 30 days, we could replace them. Gut. Was in dem Ausschnitt jetzt zu sehen war, ist dem Äußeren nach der Computer als Maschine. Das heißt, ein großer Kasten mit blinkenden Lichtern, der große Datenmengen industriell verarbeiten kann.
Das ist das, wo der Computer herkommt. Das führt auch schon zu den Ursprüngen von Hackerkulturen, nämlich zum Übergang von datenverarbeitender, im Fordismus verankerter Maschine zu einem interaktiven und vernetzten Medium, was gleichzeitig auch am Rande bemerkt eben auf postfordistische Produktionsweisen hinweist. Die Informatikerin Heidi Schellhove macht deutlich, dass Computer als Maschine oder als Medium erfahren werden können, wobei die verschiedenen Nutzungen von verschiedenen Softwarekonzepten getragen werden. Die Softwarefunktionalität und die Benutzeroberfläche können die Betonung jeweils auf die Maschine oder das Medium verlagern. Es gibt Softwarekonzepte, die die Prioritäten auf die Rationalisierung von Arbeit setzen und somit eher den maschinenorientierten Ansatz betonen. Andere Softwarekonzepte mit einem medialen interaktiven Ansatz können Spielräume für Eingriffe der Nutzerinnen eröffnen. Der Computer als Medium betont vor allem die Aspekte der Kommunikation sowie die Abhängigkeiten, die zwischen verschiedenen Dingen bestehen, zum Beispiel eben mit Hypertext. Damit werden Ereignisse und Informationen nicht mehr nur einfach formalisiert, sondern ihre Einbettung in Kontexte wird sichtbar. Während der Whopper dem Äußeren nach in seinen maschinellen Ursprüngen noch verhaftet ist, deutet sich in seinen inneren Werten schon das Medium-Computer an. Er ist interaktiv bedienbar und er liefert zumindest in dieser Filmfiktion komplexe Bildschirminformationen als Ausgabe. Interaktive Bedienbarkeit bedeutet vor allem, dass direkt in laufende Programme eingegriffen werden kann und auch sofort ein Ergebnis des Eingriffs sichtbar wird. Was aus heutiger Sicht völlig selbstverständlich scheint, war bis Ende der 60er Jahre noch Zukunftsmusik. Bis zur Entwicklung der ersten sogenannten Minicomputer wurden Programme in Lochstreifen gestanzt, dem Systemoperator übergeben und nach einiger Zeit bekam man dann einen Speicherausdruck, den man als Erfolg oder Misserfolg urteilen konnte. Dieser zeitliche Verzug und diese auch räumliche Trennung war alles andere als interaktiv. Mit dem Aufkommen der immer noch schrankgroßen, aber sogenannten Minicomputer, zum Beispiel die PDP-10, beginnt dann der direkte Zugriff und die Möglichkeit im Trial-and-Error-Verfahren sich spielerisch, mit einem spielerisch angelegten Programmierstil der auf dem Computer laufenden Software zu nähern. Dies führt zu einem ersten Aufblühen von Hackerkulturen an den Universitäten, die sich diesen Rechner leisten können, zum Beispiel eben am MIT, an der Stanford University oder der Carnegie Mellon University. Die geschlechtliche Dimension dessen möglichen spielerischen Umgangs mit Computertechnik verdeutlicht die Medienwissenschaftlerin Barbara Becker. Zitat: Mit dem Computer als Medium setzt sich nun ein eher spielerischer Umgang mit Technik durch. Technik verliert den Charakter der ausschließlichen Zielorientierung und erhält stärker den Charakter des Unbestimmten. Im Umgang mit Computern zeigen Männer eher den geforderten spielerischen Umgang mit Technologie, während Frauen eher sinnbezogen mit dem Computer umgehen. Zitat Ende. An dieser Stelle zeigt sich, dass der Begriff Hacker erst einmal nichts mit illegalen Vorgehensweisen zu tun hat. Vielmehr geht es um einen Paradigmenwechsel der Benutzung und einen Paradigmenwechsel in den Zugangshierarchien zu Computern. Erst im Minicomputer können nämlich Lese- und Schreibrechte von den Usern als direkte Limitierung erlebt werden. Vorher war immer noch dieser Systemadministrator oder Operator, genauer gesagt, dazwischen und man kam gar nicht direkt an das Gerät ran. Als Illustration sehen wir einen fast comichaft überzeichneten Filmausschnitt, in dem David und Jenny, seine Freundin, die beiden Computerfreaks Jim und Marvin besuchen. Drehort war der Microsoft Campus in Redmond, Kalifornien, der seinen ganz eigenen Charme versprüht.
Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Anmerkungen zu Geschlechterstereotypen ist diese Szene trotz des offensichtlichen Slapsticks bezeichnend für die Ausschlussmechanismen, mit denen Frauen in der Hacker-Szene zu kämpfen hatten. So these guys can tell you what that printout means? Yeah, they probably invented it in the first place. Sensitively, remember that? You're doing it right now. Theater-wide biotoxic and chemical warfare. This didn't come from Protovision. You bet it didn't. Ask him where it did come from, Jim. Go ahead, ask him. I told you already. Looks military to me. Definitely military. Probably classified, too. Yeah, but if it's military, why does it have games like checkers and backgammon? Maybe because those are games that teach basic strategy. Jim, how do I get into that system? I want to play those games. You're not supposed to see any of that stuff. That system probably contains a new data encryption algorithm. You'll never get in there. Hey, I don't believe that any system is totally secure. I bet you Jim could get in. Yeah, I bet you he could. I bet you he could. Well, you'll never get in through the frontline security, but you might look for a back door. I can't believe it, Jim. That girl standing over there listening and you're talking about our back doors? Mr. Potato Head. Mr. Potato Head, back doors are not secrets. Yeah, but Jim, you're giving away all our best tricks. Okay, danke. Dem hinzuzufügen ist ein Zitat aus der Broschüre Informatik und Geschlechterdifferenz, die ist herausgegeben worden von Silvia Risvi und Herbert Klären an der Uni Tübingen. Meiner Meinung nach eine sehr spannende Broschüre, weil da alles nochmal sehr schön zusammengefasst drin steht, was man so gerne wissen möchte, wenn man sich mit diesem Thema etwas intensiver auseinandersetzen möchte. Die sagen zum Einfluss der Hackerkulturen auf das Bild des Hackers: Die studentische Kultur, die vom Bild des Hackers stark beeinflusst ist, auch wenn Hacker keineswegs vorwiegend in der Informatik anzutreffen sind, scheint die bei Studienbeginn weit verbreitete Überbewertung des Programmierens noch zu verfestigen. Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen scheinen sich Studentinnen erst explizit und oft mühsam aneignen zu müssen, während es den Studenten aufgrund ihrer Teilnahme an der Computerkultur eher selbstverständlich gegeben zu sein scheint. Mit ebenso großer Selbstverständlichkeit halten jene auch an der Sichtweise fest, dass die technische Seite den wesentlichen Kern der Informatik ausmacht. Die plädieren also dafür, die Informatik nicht als eine technische Wissenschaft, sondern als eine Kommunikationswissenschaft anzusehen. Zu dieser ab den 60er Jahren an den Universitäten entstehenden Hackerkultur, die oft synonym auch mit der Kultur der Computerfreaks einhergeht, gesellt sich ab Mitte der 70er Jahre die ebenfalls männlich dominierte Jugendkultur der Homecomputer-User. Technische Voraussetzung war die Entwicklung des ersten integrierten Schaltkreises durch die Firma Intel 1971, der sogenannte Intel 4004. Damit einher ging eine enorme Miniaturisierung gegenüber den bisherigen transistorbasierten Computermodellen und eine enorme Kostensenkung. Das heißt, dass zum Beispiel der von der Firma MITS ab 1975 hergestellte Altair 8008 auch als Bausatz bestellt werden konnte und selbst zusammengelötet werden konnte.
Dieses Konzept fand dann reißenden Absatz unter Funkamateuren und Elektronikbastlern, die den Bausatz über Fachmagazine, die für diese Szene bereits existierten, bestellen konnten. Und diese Kreise der Funkamateure und Elektronikbastler waren natürlich auch sehr stark männlich dominiert. Der Erfolg des Altair wurde ab 1977 dann noch übertroffen von einem 100%igen Klon, der sowohl als Bausatz für $630 als auch fertig montiert für $900 zu haben war. Diesem Homecomputer, dem IMSAI 8080, begegnen wir auch in Davids Hackerbude. Im Folgenden sehen wir einen Filmausschnitt, in dem David Jennifer zu beeindrucken versucht, indem er ihre schlechte Biologienote im Schulcomputer verbessert. Das Passwort hatte er vorher, also ein paar Szenen vorher, bei einem zwangsweisen Besuch im Zimmer des Schulrektors aufgrund schlechten Betragens gefunden, in so einem Schubfach. Da ist er mal kurz rausgegangen. Gut, Film an. Password every couple of weeks, but I know where they write it down. Are those your grades? Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you? You can't do that. Already done. Do you have a middle initial? K, Catherine. These are my grades. How can anybody get a D in home ec? If that's none of your business, can you erase this, please? No, too late. What are you doing? I'm changing your biology grade. No, I don't want you to do that. You're going to get me in trouble. No, nobody can find out. There, you just got a C. Now you don't have to go to summer school. Change it back. What? It can't possibly change. I said change it back. Okay, okay. I guess I better get going. Thanks for the ride. Yeah, okay. Bye. Bye. Okay, danke. Gut, also der Homecomputer hält Einzug. Der Homecomputer und später der vernetzte Personalcomputer stellt eine Zäsur in der Technologieentwicklung dar. Der Medientheoretiker Klaus Pias beschreibt das so, Zitat: Mit dem Digitalrechner entsteht gewissermaßen ein Geheimnis oder ein medial unbewusstes Etwas, das da unbeobachtbar vielleicht in Wahrheit geschieht und das deshalb ans Licht zu ziehen sein könnte. Ein Schleier von Oberflächen und Abstraction Layers, der möglicherweise beiseite gezogen werden könnte. Digitalcomputer öffnen einen Raum des Verdachts. In dem Zitat wird deutlich, wieso die Kultur des Hackens zwangsläufig mit Machtdiskursen und auch mit Verschwörungstheorien in Berührung kommt und der Homecomputer als Digitalrechner zu Hause ist dabei ein wesentlicher Beitrag. Die männlich dominierte Hacker- und Gamer-Kultur ist nicht nur ein Sozialisationsdurchlauferhitzer für zukünftige Systemadministratoren, sie schimmert oft zwischen den Polen der Legalität und Illegalität, und da auf dieses Schimmern zwischen den Polen gehe ich jetzt im Folgenden ein bisschen näher ein, zwischen Gut und Böse. Es gibt verschiedene Typisierungen von Hackern, die sogenannten Guten, die sind allein an technischen Hintergründen interessiert und ihr Leitmotiv
ist, und das wird ja beim CCC auch gerne wiederholt, Information wants to be free, der bereits der bereits erwähnte Stephen Levy, ich habe ihn doch schon erwähnt, hat in seinem Buch Hackers die sogenannte Hackerethik formuliert, die ihm kein geringerer als GPL-Papst Richard Stallman souffliert haben soll. Sie besteht aus folgenden Forderungen. Erstens, freier Zugang zu Technologie. Zweitens, freier Zugang zu Informationen. Drittens, hierarchiefreie Organisation. Das heißt, Hacker sollen nach ihren Hacks bewertet werden, nicht nach Titeln, Alter, Geschlecht, Rasse oder Position. Viertens, sinnvolle, nicht zerstörerische Dinge tun. Fünftens, Computer können das Leben angenehmer machen. Ein weiterer Protagonist dieser Hackerethik ist unter anderem eben, oder der guten Hackerethik, ist Eric Stephen Raymond, der formuliert, ein Hacker ist jemand, der etwas schafft, ein Cracker jemand, der etwas zerstört. Raymond ist unter anderem deswegen bekannt geworden, weil er das Hackers Dictionary betreut, eine Sammlung von Hackerslang und Folklore, die einen reichhaltigen Einblick in die Kultur des Hackens gibt. Im Hackers Dictionary wird ein Hacker als eine Person beschrieben, die, Zitat, Freude daran hat, die Details programmierbarer Systeme zu erforschen und herauszufinden, wie deren Möglichkeiten zu erweitern sind. Im Gegensatz zu den meisten Usern, die es vorziehen, nur das Minimum des Notwendigen zu erlernen. Es geht also um ein technisches Interesse, das über das Übliche hinausgeht und nicht streng ergebnisorientiert vorgeht, mithin also um spielerische, technikzentrierte Herangehensweisen. Die Hierarchisierung gegenüber den sogenannten DAOs, also den dümmsten anzunehmenden Usern, ist gewollt und überhaupt nicht zufällig. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Ausgrenzungsmechanismus, der sehr gerne und ausführlich gepflegt wird. Ein anonymer Hacker im Interview für das eSign Frontline antwortet demnach auf die Frage, warum Computer zur Obsession für Jungs werden. Well, it's power at your fingertips. Als zusätzliche Fußnote mag die Anmerkung erlaubt sein, dass Eric Stephen Raymond nicht nur für die Freiheit der Information eintritt, sondern in derselben Logik eines libertären Bürgers auch für das Recht, waffenfrei zu tragen. So ehrenwert diese Hackerethik auch ist, die Realität zeigt, dass es so einfach dann doch eben nicht ist. Das gute Hacker-Ich ist beständig vom bösen Hacker-Ich bedroht, das in folgenden Typisierungen untergebracht wurde. Der Cracker allgemein, also ist ein Hacker, der Schaden anrichtet und nicht wie der gute Hacker das tun würde, um Informationen zu befreien. Genauso fragwürdig sind dann Gestalten, die illegal Software tauschen, den Kopierschutz entfernen oder Viren in Umlauf bringen. Haben diese noch eine gewisse Achtung für ihre technische Versiertheit verdient, so rangieren dann an unterster Stufe die sogenannten Script-Kiddies, die also vorgefertigte Programme benutzen, um Schaden anzurichten, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Jetzt überspringe ich einen Teil aus dem Film, und zwar, wo im Film vorgezeigt wird, wie Telefon-Freaking funktioniert, das heißt, wie einem Telefonautomaten per Kurzschluss ein Freizeichen erzeugt wird. Das überspringe ich mal. Zu diesem Zeitpunkt des Films sitzt David also schon ganz schön in der Klemme. Das FBI ist hinter ihm her und sein Einbruch in den Whopper ist bemerkt worden. Wie kann der Arme jetzt beweisen, dass er eigentlich doch auf der guten Seite steht? Das ist ein Problem, das nahezu paradigmatisch für das Oszillieren von Hackern zwischen Gut und Böse steht. In der Identitätskonstruktion Hacker ist die Abspaltung des bösen Hacker-Ich notwendig, um dem guten Hacker-Ich die Hacker-Ethik durchzusetzen, denn Hacker sind im Besitz einer brisanten technischen Kompetenz, die erst im jeweiligen Kontext in einer der beiden skizzierten Richtungen ausschlägt. Der Kontext wird umso bedeutender, da der Computer selbst eine, in Anführungsstrichen, amoralische Maschine ist, die potenziell immer auch andersrum benutzt werden kann, als ursprünglich intendiert. Dieser Rahmen wird, so Klaus Pias, durch rechtliche und ökonomische Bedingungen begrenzt, durch Normalität kodiert und durch Institutionen tradiert. Die daraus entstehende Problematik ist der Umstand, dass das von Hackern befreite Wissen
in dem Moment, in dem es befreit ist, sehr schnell auch wieder in Herrschaftswissen umgewidmet werden kann, indem die gerade gefundenen Schlupflöcher dann per Gesetz, also juridisch, verschlossen werden können. Das ist also nicht nur eine Frage des Älterwerdens, wann der Wechsel vom Eindringen in fremde Systeme zum Beschützer derselben als Systemadministrator erfolgt. Beschreibt man wie Klaus Pias das Hacken als Spiel, so werden Hacker und Systemadministratoren zu verschiedenen Spielparteien. Zitat: Der Hacker der vorangegangenen Generation wird daher als Administrator zum Spielzeugmacher und Pädagogen der folgenden Generation, der die Sprache und Geräte bereitstellt, mit denen dieses Spiel stattfinden soll. An dieser Stelle würde ich noch einen kleinen Ausflug zur Soziologie des Spiels machen wollen, also zu der Frage, was ist Spiel soziologisch gesehen? Oft werden diese Fragen ja ziemlich banal an dieser oder ziemlich ärgerlich auch an dieser ganzen Gewaltdiskussion abgehandelt, die meiner Meinung nach nicht zu viel führt. In einem längeren Filmausschnitt, der vorangestellt ist, werden die Überschneidungen von Hacking, Spielen und Geschlechterstereotypen sichtbar. Im Film treffen wir auf einen verzweifelten David, der das richtige Passwort für die von ihm aufgefundene Hintertür noch nicht gefunden hat. Also wir springen jetzt wieder vor in der Filmhandlung. Trotz aller Bemühungen in Bibliotheken und Archiven, in denen er nach Informationen über Forken, den Erschaffer des BOPA, gesucht hat. Schließlich findet er das Passwort heraus, als Jennifer aus einem Artikel über Professor Forken, den Erfinder des BOPA, vorgelesen hat, der Falkens Sohn Joshua erwähnt. Daraufhin fängt David zusammen mit Jenny an, das Spiel Thermonuklearer Krieg zu spielen. Na gut, erstmal kommt Jenny noch angejoggt. Sagt noch dem Hund guten Tag. Actually learned how to learn. It could teach itself. If I could just get that damn password, I could play the computer. That's him. That's Falcon. That's him? Wow. He's amazing looking. Can't you write to him or call him somehow? No, he's dead. He's dead? Yeah. Here, look. This is obituary. He wasn't very old. Well, he was pretty old. He was 41. Oh, yeah? Oh, that's old. That's his little boy. Oh, yeah? This is really sad. Did you know the child and his mother were killed in a car crash? Yeah, I know. In the years that followed the tragic loss of his family, Dr. Falcon's health deteriorated.
25. I remember once he was really sick and we thought he was... What was his name? My father? No, Falcon's kid. Joshua. Can't be that simple. Signals from the computer and turns them into sound. Shall we play a game? Oh. I can't miss them. Yeah, weird, isn't it? Love to. How about... Wouldn't you prefer a good game of chess? Later. Let's play. Global thermonuclear. Fine. All right. Wow. Which side do you want? I'll be the Russians. Please list primary targets. Who should we nuke first? Let's see. How about Las Vegas? Las Vegas? Great. What next? Seattle! Yeah! I have 7, correction, 8. That's 8 red birds, 2 degrees past apogee. Better get the old man down here. Over day, we have Soviet missile warning. Check for malfunction and report confident. Objective target area is NORAD region 2526. Das Spielerische des Hackens wurde im eben gezeigten Filmausschnitt an der Stelle deutlich, als Jennifer David fragt, was er denn da mache, und der sinngemäß antwortet, er wisse das nicht genau, aber es sei toll. An dieser Stelle sei nochmal an die Soziologin Barbara Becker erinnert, die in empirischen Untersuchungen spielerische Herangehensweisen eher bei Männern vorgefunden hat als bei Frauen. Ehe Frauen mit
einen tendenziell eher planenden Zugang an der Tastatur sitzen, haben sich dort die Männer nach dem Motto, mal sehen, was passiert, gemütlich gemacht. Ganz nebenbei führt der Film, wenn auch mit moralisierenden Unterton vor, welche realen Folgen aus eigentlich symbolischen Handlungen am Computer entstehen können oder anders formuliert, wenn David statt rumzuspielen mal hinterfragt hätte, welche möglichen Auswirkungen sein Vordringen in unbekanntes Gebiet haben kann, hätte er vielleicht sich für ein weniger gefährliches Spiel entscheiden können. So, genug moralisiert an dieser Stelle. Um das Mosaik noch ein bisschen weiter zu vervollständigen, jetzt noch ein paar Gedankengänge zur Soziologie des Spiels. Draußen wird es wahrscheinlich dunkel jetzt, oder ist schon dunkel? Der Soziologe Werner Hägele beschreibt das Spiel in Anlehnung an Bütendijk und Piaget als ein Set von Regeln, als eine freie, gemeinsame Kooperation zwischen verschiedenen Personen, die sich über die Freiwilligkeit ihres Tuns einig sind und die Spielregeln als eine freie Vereinbarung ansehen. Ja, warten wir mal kurz ab. Also freie gemeinsame Kooperation, Freiwilligkeit des Tuns und Spielregeln als eine freie Vereinbarung. Kommunikation und Kooperation spielen hierbei eine wichtige Rolle, denn trotz der Möglichkeit des persönlichen Siegs liegt das Ziel nicht in einem instrumentell sachlichen Erfolg, sondern in der affektiv-emotionalen Zufriedenheit des Spielers. Ein Ziel ist jedoch immer gegeben, diese affektiv-emotionale Zufriedenheit unterscheidet das Spiel grundlegend von der Arbeit, die an instrumentell-sachlichen Handlungen orientiert ist. Ein grundlegendes Gestaltungsprinzip des Spiels ist die zirkuläre Reaktion, denn die Handelnden drängt es nicht nach dem Ende, sondern nach dem Wiedererleben der mit dem Spiel verbundenen Glücksmomente. Diese zirkuläre Reaktion realisiert sich im Spiel durch den beständigen Wechsel von Entspannung und Anspannung, wobei Überraschung und Glück zu spielbestimmenden Faktoren werden können. Maßvolle Erregung lässt im besten Falle die Spieler den sie umgebenden Raum und die Realzeit vergessen, ein Effekt, von dem sowohl beim Computerspielen als auch beim Hacken im Sinne von spielerischem Programmieren immer wieder berichtet wird. In der Geschichte des Spielens kann laut Hägele in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz beobachtet werden, bei der die Trennung von Spiel und Arbeit zunehmend verwischt. Hacking als Programmierstil ist sicher ein beredter Zeuge dieser Veränderung. Open Source als gigantisches Dauerspiel. Open Source war eine Entwicklung in den letzten Jahren, in denen sich der gute Hacker wiederfinden konnte. Die Open Source Community bedient sich sehr bewusst der Rhetorik der Hackerethik, also freier Zugang zu Informationen, freiwillige Kooperation, Selbstverwirklichung und so weiter. Es ist alles andere als ein Zufall, dass sich diese Rhetorik, die sich zur Ideologie der Open-Source-Community entwickelt hat und mit ihrer Technikzentrierung wesentlich zu einer modernisierten Identitätskonstruktion Hacker beiträgt, den eben skizzierten soziologischen Grundfesten des Spiels sehr stark ähnelt. Was in der Jugendsubkultur der 80er Jahre spielerisch seinen Anfang genommen hat, hat sich ab Mitte der 90er als Open-Source-Community in der kooperativen Programmierung von Linux und zahlreichen anderen damit verbundenen Anwendungen manifestiert. Die Überschneidungen zwischen der eben skizzierten Soziologie des Spiels und der von Stallman und Levy formulierten Hackerethik sind alles andere als zufällig. Sie liegen nicht nur in der Logik der Ich-Spaltung des Hackers in Gut und Böse, Sie liegen in der Logik der Ich-Spaltung des Hackers in Gut und Böse und repräsentieren die gute Seite. In diesem Setting funktioniert David Lightman im Film rückblickend als eine positive Identifikationsfigur, als Role Model für den guten Hacker. Dass dieser männlich ist und als Identifikationsfigur eine androzentrische Identitätskonstruktion transportiert, ist ein weiterer Effekt von Wargames. Mir sind bisher keine derart erfolgreichen Filme bekannt, die Frauen als Hackerinnen konstruiert haben. Die
gut. Nehme ich mal so. Ja, habe ich auch so eingefädelt, dass ich gesagt habe, sind mir nicht bekannt. Ich erzähle mal kurz, was mir bekannt ist oder was vielleicht auch interessant sein könnte. Zum einen gibt es von der Künstlerin Cornelia Solfrank ein Video, das nennt sich Women Hackers. Dann gibt es den recht wenig bekannten Film Leidenschaftliche Berechnung von Lynn Hirschman, bei dem sich um Ada Lovelace dreht. Und 2002 ein tunesischer Spielfilm von Nadia Elfani namens Bedouin Hacker. Das gibt einige bekannte Spielfilme, wo sozusagen Frauen die Hauptrolle spielen und wo sie auch so eine Art Zwischenposition einnehmen, zum Beispiel eben Lara Croft oder Kate Archer in No One Lives Forever. Die müsste ich mir aber doch noch mal mehr in Ruhe angucken, um da genau was zu sagen zu können. Das Netz mit Sandra Bullock. Ja. Mhm. Okay, ich schreibe es mal kurz auf. Gut. Demgegenüber steht dann die geballte Ladung Tron, Pi 23, Cyberpunk-Romane, William Gibson und so weiter und so fort. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Die späten Romane von Gibson wurde hingewiesen. Ah ja, okay. Gut. Spielerische Herangehensweisen. Die sich stark mit Hacking identifizierende Open Source Community bringt es folglich laut Statistik des Floss Reports, der für Europa gezählt hat, von 2002 auf deutliche 2% Frauenanteil. Das ist die ernüchternde Realität einer Hackerethik, die eigentlich nicht nach Titeln, Alter, Geschlecht, Rasse oder Position, sondern wie von Stallman und Levy formuliert, an der Qualität des Hacks orientiert sein sollte. Müßig anzumerken ist, dass ein Großteil der Open-Source-Programmierer weiße Männer sind, die hauptsächlich als Studenten oder hauptberufliche Programmierer, das sind insgesamt 66%, in gesellschaftlich privilegierten Positionen anzutreffen sind. Diese Blindheit in Bezug auf den geringen Frauenanteil, den zu erwähnen sich keiner der guten Hacker bemüht, erklärt das folgende Zitat aus der Broschüre Informatik und Geschlechterdifferenz von Silvia Ritzvi und Herbert Klären. Zitat: Bei der Annahme, dass Technik neutral sei, wird das Problem in den Frauen gesehen und gefordert, dass sie sich an die Technik anpassen müssten. Dabei wird das Männliche aber als Norm behandelt und Frauen müssen sich der männlichen Norm anpassen. Zitat Ende. In der Reaktion auf den vorliegenden Vortrag habe ich von Männern häufig den Kommentar gehört, dass der Zugang zur Technik und zur Information frei sei und Frauen sozusagen selbst an ihrer Abwesenheit schuld seien. Diese Position wurde teilweise heftig verteidigt, wobei dieselbe Energie meiner Meinung nach auch darauf hätte verwendet werden können, die eigene Position kritisch selbst zu hinterfragen. Man kann sich im Gebrauch von Technologie und in der Kommunikation darüber ausschließend oder einschließend verhalten. Voraussetzung dafür ist aber, dass Ausschlussmechanismen reflektiert werden und es klar wird, dass das Miteinschließen von anderen nicht per technischer Lösung angegangen werden kann. Zur eben diskutierten impliziten männlichen Normen gehört unter anderem auch die spielerische Herangehensweise an Programmierung, wie die Soziologin Sabine Kolmer herausgefunden hat. Zitat: Während für Männer offenbar gerade die Möglichkeit der Konzentration auf die abgeschlossene Welt des Spielraums verführerisch erscheint und als spannend und gleichzeitig entspannt erlebt wird, äußern einige der weiblichen Befragten emphatische Ablehnung gegenüber dem Spielen am Computer. Als Menschen mit knappen Zeitressourcen erscheint ihnen das Spielen als Zeitverschwendung. Die spielerische Herangehensweise des Hacker-Programmierstils ist gekennzeichnet von Interaktionen basierend auf dem Trial-and-Error-Prinzip, die an ein direktes Feedback gekoppelt ist.
Die selbst angeeignete Kompetenz geht einher mit Machtgefühlen und wird als eine intuitive, schnelle, teilweise auch unelegante Vorgehensweise angesehen, wobei Regeln und Vorgaben unterlaufen werden können. Die potenziell unendliche Anzahl von programmiererischen Spielmöglichkeiten gibt den Spielern, den Hackern, das Gefühl, sie seien Forschende in einem unbekannten Gebiet. Zitat: I think hackers in general are explorers. They are exploring new territory, sagt im Interview der Hacker Count Zero von der Hackergruppe Cult of the Dead Cow, die unter anderem MacOrifice programmiert haben, dessen Quellcode auch als Open Source zur Verfügung steht. Der Forschungsreisende erscheint vor diesem Hintergrund als die modernisierte Variante des eroberischen Erforschers fremder Kontinente, für die stellvertretend zum Beispiel Robert Clive 1725 bis 1774 steht, der ab 1757 Bengalen gewaltsam für die britische Krone kolonialisierte, das der Kern der indischen Kolonie Großbritanniens dann später wurde. Wenn also der Hacker Craig Nydorf über das 1972 von William Crowther programmierte Spiel Adventure sagt, Zitat, dieser Prozess, etwas zu finden, über das nichts geschrieben steht, etwas zu entdecken, das ich eigentlich nicht wissen sollte, hat mein zunehmendes Interesse geweckt. Ist das eine deutliche Bezugnahme auf das männlich kodierte Rollenmodell des klassischen Entdeckers und Eroberers? David Lightman als Entdecker des unbekannten Kontinents Thermonuclear War wird im Film deutlich vor Augen geführt, welche Auswirkungen seine Eroberung unbekannten Territoriums haben kann. Ich muss mal gerade ein bisschen vorspulen. Und komme zur zusammenfassenden Polemik gegen die Bewunderung von Hackern. Die Hacker-Community und diese umgebende Kultur wurde in den letzten Jahren von intellektuellen Künstlern und sozial Engagierten angehimmelt, die an progressiven oder antikapitalistischen Gedankengut interessiert sind. Dies trifft ebenso auf die Open-Source-Community zu. Beide Communities haben mich auch für einige Zeit angezogen und ja, irgendwann kam es dann zu einem gewissen Unwohlsein, das dann zu dem vorliegenden Text oder Diskussionsbeitrag geführt hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Hacker- und Open-Source-Subkultur in einer Reihe mit anderen Subkulturen steht, die eine klare Identitätskonstruktion für Individuen zur Verfügung stellen. Die Gruppenzugehörigkeit stellt ein handhabbares Weltbild und einfache Reaktionsmuster zur Verfügung. Die Gefahr liegt allerdings darin, dass diejenigen, die sich als Teil eines Anti- oder Revolutions-Dingsbums verstehen, dazu neigen, sich selbst als progressiv einzuschätzen oder als Teil einer anderen oder besseren Welt. Die männlich dominierte Hacker- und Open-Source-Community ist meiner Einschätzung nach hingegen Teil eines Projekts, das den Anschein erweckt, man würde ein richtiges Leben im Falschen leben können, und das ist eine Illusion. Danke. Möglicherweise haben sich ein, zwei Fragen ergeben und es wäre hilfreich, das Mikrofon für Fragen zu benutzen. Also eine Frage dazu ist, Wargames ist natürlich auch ein amerikanischer Film. Im amerikanischen Film werden immer wieder bestimmte auch Rollenkonstellationen beobachtet. Das heißt also irgendwie Held, Frau, die kreischt, und der verrückte Wissenschaftler, so ungefähr. Inwieweit siehst du denn den Unterschied zwischen quasi dieser klassischen Rollenkonstruktion im amerikanischen Film und der Rollenkonstruktion in Bezug auf Hacker? Wie geht das zusammen? Also ich meine, also warum sagst du, das ist jetzt eine Hacker-Rollenkonstruktion und nicht eine amerikanische Film-Rollenkonstruktion? Warum ich das sage, weil ich daran interessiert war oder weil in dem Film Sachen derart offensichtlich sichtbar wurden, dass er sich sehr gut als Material geeignet hat, eine Folie für so eine Überlegung abzugeben. Also man hätte den Vortrag auch ohne den Film machen können.
Aber das, denke ich, hat es ein bisschen entspannter und trotzdem plastischer gemacht. Ich sehe trotzdem das als eine Art historischen Rückgriff. Also ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt auch in aktuellen Filmen derart platt passiert und dass die Verhältnisse momentan derart platt sind. Aber ich denke, dass, soweit ich das wahrgenommen habe, der Film damals eben tatsächlich eine sehr große Wirkmacht hatte. Ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet. Generell könnte man sich da nochmal darüber unterhalten, wie sieht das aus mit Rollenbildern von eben zum Beispiel amerikanischen Hackern, wie sehen da parallele Entwicklungen oder teilweise auch zeitversetzte Entwicklungen im sogenannten Ostblock aus, wo sich ja unter anderem in Bulgarien eine sehr starke Computerindustrie entwickelt hatte, um die herum, als dann alles zusammenbrach, ab 1990 rum, auch sehr stark diese Kreise, in denen Virenproduktionen stattgefunden haben. Also da gibt es sehr, sehr viele Schichten und Ebenen. Ich habe noch eine Frage, und zwar zum Schlussplädoyer von dir kann ich nicht laut Nein sagen, aber ich finde, man muss ein bisschen differenzieren, zumindest ein bisschen, weil ich finde, das Ding mit dieser Rolle, mit allein der prozentuelle Anteil der Frauen allein bei diesem Kongress, dass das nicht auf Hacker zurückzugreifen ist. Man muss die gesamte gesellschaftliche Struktur auch anschauen, weil ich finde Parallelen, ob die jetzt hier sind oder bei anderen kreativen Bereichen, die ich besser kenne, wie zum Beispiel Musikszene. Musikszene hierzulande oder wo ich es besser kenne in Österreich, ist auch sehr männerdominiert, obwohl es eine kreative und unter Anführungszeichen freie Szene ist. Aber trotzdem machen prozentuell gesehen mehr Männer diese Dinge. Aber ich glaube nicht, dass es anhand dieser Szenen liegt, sondern dass einfach die gesellschaftliche Struktur, so wie sie in unseren Ländern besteht, ja, dass das mit einbegriffen ist. Wir sitzen nicht auf einem neutralen Boden hier. Ja, aber wieso sollte ich denn die gesellschaftliche Struktur nicht auch in der Szene widerspiegeln? Wieso soll ich denn die gesellschaftliche Struktur, ich meine auch die Szene findet in der Gesellschaft statt, spiegelt sich doch dann logischerweise auch in der Szene wieder. Ja, und ich finde es ja auch wichtig, dass man das als Konsens nimmt, als Diskussionsvorlage. Aber man darf nicht den Fehler machen, abzudriften und sagen, dass der Grund dafür, dass von 10 Leuten hier nur eine Frau dabei ist, dass das am CCC liegt. Ja, von 20. Ganz kurz. Ganz kurz, ich habe eigentlich auch versucht, in dem Vortrag ganz stark über Strukturen zu arbeiten und Zahlenmaterial fast ganz rauszulassen. Ich konnte es mir dann nicht verkneifen. Deswegen fände ich das, da jetzt mit Zahlengeschichten anzufangen, nicht so sinnvoll. Im Groben und Ganzen würde ich dir natürlich zustimmen, aber da wir uns nochmal auf einem CCC-Kongress befinden, habe ich die Geschichte natürlich auch. Und da die mich auch selber sehr stark berührt und interessiert, adressiert, natürlich hätte ich mich auch damit beschäftigen können, wie im elektronischen Musikbereich Musikfricklertum und Bastlerei und Drehen an Knöpfen, wie das geschlechtlich kodiert ist. Da habe ich bisher noch nicht die Zeit zu gehabt. So, jetzt nächste Frage. Was mir in deinem Vortrag ziemlich gefehlt hat, das ist ein weiterer Ausschlussmechanismus, den ich hier auf dem Kongress ganz massiv beobachtet habe. Und das ist der männliche Chauvinismus, der sich in der Hacker-Szene einfach ganz massiv nach außen äußert. Fand irgendwie ein ziemlich schönes Beispiel gestern Mittag irgendwie in dem Vortrag, wo dann plötzlich irgendwelche Pin-Up-Bilder auf den großen Leinwänden im Saal 1 entstanden sind. So. Und das ist natürlich eine Sache, die selbst technisch versierte Frauen mit Sicherheit auch noch ausschließen kann. Mit Sicherheit auch einige abschreckt, irgendwie sich so einer Szene anzugliedern, die auf derartige Sachen einfach überhaupt keine Rücksicht nimmt und da auch strukturell keine Sicherheitsriegel vorschiebt, dass sowas nicht passiert. Lustig, dass du davon ausgehst, dass sofort Pin-Up-Bild gleich, dass eine nackte Frau gezeigt wurde und nicht ein nackter Typ. Also, nee, aber andersrum, wir werden als humorlos angesehen, wenn wir sagen, es passt uns nicht, dass wir uns als Objekte betrachten.
Also auch wieder heterosexuelle Blickwinkel, die du da formulierst. Ja, aber es ist ja, auch genau das, was passiert. Jetzt überlegt euch mal das für uns. Also ich glaube nicht, dass die Frauenwelt, ich sage es mal allgemein, überhaupt auf die Idee kommen würde, da irgendwelche Kinderbilder von nackten Männern auf dem Platz. Das war mit den ganzen heißenden komischen Typen. Wenn wir das Mikro nehmen oder aufhören. Ich glaube, die hätten es nicht so lustig gefunden, wenn es ein nackter Mann wäre. Ich will auch nicht auf die Idee kommen. Das ist egal. Ich glaube, er soll sich hinter uns wieder mit einbeziehen. Ich weiß nicht, ob das so toll, also ob das. Das war ja ein Riesenlacher in dem Moment. Also da kam dieses Bild von der nackten Frau und alle haben sich darüber gefreut und fanden das total toll. Und was weiß ich, was es für, also was daran so lustig ist, aber wenn das ein nackter Typ gewesen wäre, dann wäre die Reaktion garantiert wesentlich anders gewesen. Und deswegen ist es, denke ich, wenn hier der Begriff Pin-Up fällt, schon ganz eindeutig klar, worum es geht, weil dieser Vortrag, soweit ich weiß, auch von dem Typen gemacht wurde. Ich würde ganz gerne nochmal auf einen der Vorredner eingehen. Gesellschaftliche Realität ist das, was hier stattfindet. Und was hier stattfindet, sind 90% Männer, 10% Frauen, hier jetzt heute. Wenn ich meine Selbstkritik draußen auf die schöne Welt verschiebe, dann entziehe ich mich natürlich der Kritik. Vielleicht so eine kleine Anmerkung, so eine moralische Selbstreflexion. Ich wollte nur eben anmerken, dass ich da abgesehen, also die Diskussion, ob man jetzt irgendwo nackt an der Wand hängt oder nicht, ist sicher eine wichtige, aber was ich als viel größeres Problem sehe, ist auch eine gewisse Unhilfsbereitschaft, also na, nicht direkt Unhilfsbereitschaft, aber auch wieder im Rahmen des Chauvinismus, dass es oft stattfindet, dass Frauen eine Frage stellen. Und die Antwort, die sie bekommen, ist im Stil, ja, hast du irgendwie heute Abend noch Zeit? Also das hilft einem nicht wirklich, den Mail-Server zu konfigurieren. Und ich sehe halt an diesem Punkt, dass Frauen halt oft von der direkten Kommunikation in diesem Bereich einfach abgeschnitten werden. Und ich denke, dass das auch ein wichtiges Kriterium ist. Noch weitere Fragen oder Kommentare? Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch noch einen schönen Abend.